Macht ihr euch auch schon in die Hosen, weil die schriftliche Prüfung immer näher rückt? Kein Problem jetzt bei uns. Wir helfen euch durch die schriftliche Prüfung vom Heilpraktiker. Heute zum Thema Harnapparat. Was ist wichtig? Komischerweise ist mir aufgefallen, dass der Harnapparat, obwohl es eigentlich ein wichtiges Thema ist, gar nicht so viel drankommt. Einmal kennt ihr euch, müsst ihr euch einfach ein bisschen in der Anatomie auskennen. Also die Lage von den Nieren. Wo liegen sie? Ist es intraperitoneal? Was kommt zuerst? Die Harnröhre oder die Harnblase? Solche kleinen Fragen werden in den Prüfungen auf euch zukommen. Außerdem kommt die Urinuntersuchung. Die ist ziemlich oft gekommen in den Fragen in den letzten Jahren. Müsst ihr euch einfach ein bisschen auskennen. Was kann man im Urin untersuchen? Was sind Möglichkeiten, um den Urin überhaupt zu untersuchen? Solche Fragen einfach. Genau. Dann Erkrankungen wie der Harnwegsinfekt. Kommt ständig. Müsst ihr einfach ein bisschen was wissen. Auch zum Beispiel wollen sie wissen, prärenale oder postrenale Erkrankungen. Was sind die? Also was ist da der Unterschied? Beziehungsweise welche Erkrankungen führen prärenal zu einem Nierenversagen oder eben was postrenal bedeutet. Dann kommt natürlich das nephrotische Syndrom oder beziehungsweise generell die Krankheiten der Niere bis zum Nierenversagen. Wichtig hier auch ist, es kommt immer wieder differenzialdiagnostische Fragen, also Fälle kommen auf euch zu. Patienten kommen, haben die und die Symptome und ihr müsst wissen, ist es eine Niereninsuffizienz oder ein komplettes Nierenversagen oder ist es das nephrotische Syndrom. Wird immer wieder gefragt, sind auch nur ganz kleine Details, die das unterscheiden, aber da ist es wichtig, dass ihr euch auskennt, weil das wollen die wissen. Genau, ich habe euch zwei Prüfungen vorbereitet. Einmal in der ersten Prüfung mit 39 Fragen, da kommt eben wie gesagt die Anatomie, dann die Urinuntersuchung und die verschiedenen Erkrankungen. In der zweiten Prüfung mit nur noch 23 Fragen kommen dann die restlichen Nierenerkrankungen, also ganz viel Niereninsuffizienz, Nierenversagen und nephrotisches Syndrom. Genau, am Ende kriegt ihr jetzt noch einen kleinen Tipp von mir, nämlich sozusagen, wo ist die Niere überhaupt beteiligt im Körper, was regelt die? Da habe ich einen kleinen Satz ausgearbeitet und der geht so. Urin hat Wasser, Blut kann Elektrolyte sehr empfehlen. Genau, für jedes Wort ist sozusagen eine Aufgabe von der Niere, das Urin. Urin am Anfang steht für die Harnproduktion. Das hat sind die harnpflichtigen Substanzen, also Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin. Dann Wasser steht natürlich für die Regulation vom Wasserhaushalt. Blut als nächstes ist für die Regulation vom Blutdruck. Das kann steht für die kleine Beteiligung am Knochenstoffwechsel. Die Elektrolyte natürlich, Regulation vom Elektrolythaushalt. Das Ser steht für den Säure-Base-Haushalt, den reguliert die nämlich auch. Und das Empfehlen steht für die Hormonproduktion vom EPO, vom Renin und vom Vitamin D. Also der spielt da ja mit, die Niere spielt da ja mit beim Vitamin D-Aufbau. Genau, ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Ihr macht die Prüfungen durch. Wie gesagt, Niere ist nicht so viel, aber man muss sie drauf haben, weil die Fragen werden noch eventuell kommen. Viel Spaß dabei! Jetzt möchte ich dir noch ein Feature vorstellen, das du vielleicht manchmal schon so am Rand mitbekommen hast, und zwar die Trophäen. Hier rechts oben sind deine Trophäen angezeigt. Wie viel bronzene, wie viel silberne und wie viel goldene Trophäen du hast. Wenn du da draufklickst, dann gelangst du zu einer Übersicht über alle Trophäen. Es gibt ganz viele Trophäen, also hast du zum Beispiel schon, wie viele Fragen hast du insgesamt beantwortet? Hast du jetzt schon die bronzene Trophäe. Wenn du mehr hast, hast du die silberne. Wenn du alle beantwortet hast, die goldene Trophäe. Und so gibt es zu unterschiedlichen Themen Trophäen. Und da kannst du einfach mal gucken, was wäre anstrebenswert, also in dem Fall alle Fragen beantwortet zu haben, alle Fragen richtig beantwortet zu haben, alle Fragen leicht oder mittel bewertet zu haben oder bei dem Thema Kategorien, wie viele Kategorien hast du schon voll abgeschlossen, wie viele Kategorien hast du schon komplett richtig, da siehst du dann, welche Trophäen du gesammelt hast. Und es ist einfach anstrebenswert natürlich, so viel zu üben, dass du ganz viel goldene Trophäen hast oder vielleicht schon alle goldenen Trophäen hast, um dich da sicher zu fühlen. Du kannst dann einfach auch immer schauen, was wird erwartet, erste Originalprüfung bestanden,
Erstes Mal eine Originalprüfung mit 0 Fehlern bestanden. Da kann man natürlich auch eine goldene Trophäe sammeln. Also du siehst dann, welche Ziele kannst du noch erreichen, was liegt noch vor dir und was hast du schon alles besonders gut erledigt. Das alles unter Trophäen, eine besondere Art der Statistik. Und viel Spaß beim Trophäensammeln und alles Gute für deine Prüfung.